Das nachfolgende Video entstand in Zusammenarbeit mit der Seite scienceforhealth.com. Verantwortlich für den Inhalt ist Luisa Gleichauf. Vorab möchte ich erwähnen, dass wie immer auch hier gilt, dass Informationen aus diesem Video nur zur allgemeinen Wissensvermittlung dienen und keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit beanspruchen. Vor Anwendung etwaiger Inhalte sollte immer ein Arzt konsultiert werden. Das essentielle Spurenelement Lithium ist bekannt für seine antidepressive Wirkung oder genauer gesagt, ein Mangel führt zu einer Disbalance der Neurotransmitter und damit zu Depression und vielen anderen psychischen Erkrankungen. Ebenfalls sind die Alkalimetalle Kalium und Natrium essentiell für die Reizweiterleitung und die normale Funktion des Nervensystems. Rubidium, ebenfalls ein Alkalimetall, scheint eine ähnliche Funktion auszuüben. Seit einer Studie von 1969 ist bekannt, dass Rubidium affektive Störungen verbessert. Seither wurden mit dem Salz Rubidiumchlorid viele Studien am Menschen durchgeführt. Aber leider ist diese Forschung weitestgehend unbekannt. Das Rubidium hat bewährte therapeutische Effekte bei Depressionen, bipolaren Krankheitsbildern und auch bei Angststörungen. Interessanterweise fanden diese Studien keine unmittelbaren oder langfristigen Nebenwirkungen der Rubidiumaufnahme, im Gegensatz zu Antidepressiva, die viele und schwere Nebenwirkungen haben. Aber Rubidium ist kein Medikament, sondern ein essentielles Spurenelement und solange es mit seinen Antagonisten im Gleichgewicht ist, hat es keine negativen Auswirkungen. Einige Studien deuten darauf hin, dass Lithium und Rubidium Antagonisten sind, während Rubidium das allgemeine Maß an Wachsamkeit, Aktivität und Wirkung zu erhöhen scheint, reduziert Lithium hyperaktives Verhalten und Affekte. Die Toxizität hoher Rubidiumdosen ist mit Kaliummangel verbunden, woraus sich schließen lässt, dass Kalium auch ein Antagonist zu sein scheint. Aufgrund ihrer chemischen Ähnlichkeit üben die Alkalimetalle nicht nur ähnliche Funktionen im Nervensystem aus, sondern sind auch Antagonisten und ein durch Rubidiummangel verursachtes Ungleichgewicht dieser Elemente führt zu psychischen Krankheiten. Alle Quellen findet ihr wie immer im angepinnten Kommentar unter dem Video.